Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man Pizzatoast macht. Für unseren Belag schneiden wir jetzt einige Sachen in kleine Würfel. Wir fangen an mit einer Kugel Mozzarella. Die Kugel schneidet ihr euch in schöne, ganz kleine Würfel. Die Mozzarella-Würfel könnt ihr dann schon mal in eine Schüssel geben. Jetzt braucht ihr Käse. Ich habe Emmentaler genommen. Den schneidet ihr euch ebenfalls in schöne kleine Würfel. Die Käsewürfel gebt ihr auch wieder mit in die Schüssel. Jetzt brauchen wir noch Kochschinken und der wird auch in ganz kleine Würfel geschnitten. Und der Kochschinken kommt ebenfalls mit in die Schüssel. Jetzt gebt ihr noch Creme Fraiche dazu. Und dann verrührt ihr das Ganze. Als nächstes brauchen wir jetzt Toastscheiben und die toastet ihr euch jetzt etwas im Toaster ein bisschen vor. Die Toastscheiben sollen wirklich nur ganz leicht angetoastet sein. Dann nehmt ihr die Masse und verstreicht sie einfach auf dem Toast. Dann nehmt ihr ein Backblech, legt das vorher mit Backpapier aus und legt da eure Toastscheiben drauf. Jetzt schiebt ihr das Ganze nochmal bei 180 Grad ungefähr 15 Minuten in den Backofen. Und so sehen dann die Pizzatoastscheiben aus. So meine Lieben, das war es dann schon wieder für heute. Ihr habt gesehen, das war ein ganz einfaches Rezept und geht auch ganz schnell. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.